Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die mit Arezo und Stilrek. Hallo. Ich bin Arezo. Ja, haut natürlich nicht hin. Ja, okay. Es brennt. Nee, es brennt doch nicht. Es sah aus, als würde es brennen. Gut, ja. Wir sind wieder da. Nach langer, langer Zeit. Und zumindest ich habe keine Ahnung, was wir machen. Ich genauso wenig, aber vielleicht mal den Zaun reparieren. Gut, dann tu das. Gut. Stimmt, das Haus hier, das Haus wollte ich zumindest auf jeden Fall noch weitermachen. Dazu müssen wir auf jeden Fall noch Holz fällen. Theoretisch müssten wir auch Tierchen noch fangen. Also generell dafür sorgen, dass wir mehr Nahrung haben. Und die, als Quest haben wir auf jeden Fall noch zu Trader zu gehen. Ja, also werden wir das alles machen. Innerhalb der nächsten 5 Minuten. Genau. Gut. Oder 2. Nee, das ist ein bisschen gehetzt. Ja, stimmt. 4 könnten wir schaffen, ohne zu hetzen. Stimmt, meine Fertigkeit, Bauwerkzeug ist kaputt. Jetzt auf Level 9. Ja, ich auch. Ich kann nicht mehr schlagen. Was ist hier los? Nein! Keine Ausdauer? Reparatur. Wo ist hier die Werkstatt? So, schön höher und höher bauen. Also höher und höher aufwerten. Denn hier eigentlich meine Kiste? Gesperrt? Ich glaube, du hattest keine. Gesperrt? Doch, doch. Und gesperrt. Die ist gesperrt? Ah, nee, das war meine. Die ist... Ja, okay. Ich kann auf die andere zugreifen. Gut. Ich dachte jetzt so kurz, alle sind gesperrt. Oh, das wäre unangenehm. Ja, da kam jemand vorbei und hat abgeschlossen. Ach Gottchen, hier brauchen wir ja eine Spitzhacke. Haben wir eine Spitzhacke? Steinaxt, Steinschaufel. Hier haben wir doch bestimmt irgendwelche Werkzeuge. Alteisenspitze, nein. Eisenspitzhacke. Haben wir eine Steinspitzhacke? Wäre ein bisschen sinnlos wahrscheinlich, aber. Ja, müssen wir mit der Steinaxt hier wohl ran. Aber das dauert so ewig. Verdammt, ich brauche Steine. Wir fällt gerade ein, wir brauchen die Schmiede. Die Schmiede brauchen wir. Ach ja, genau. Dann können wir mit Hilfe dieser Schmiede Eisen schmieden. Und dann haben wir auch sowas wie Spitzhacken theoretisch. So, kleiner Stein, Lehmklumpen, Blasebalg, kurzes Eisenrohr. Blasebalg müssen wir mal nachgucken. Lehm dürfte kein Problem sein. Blase. Hoppala. Falsch. So. Ja. Können jetzt hier so, wieder Blasebalg einiges zumachen. Benötigt. Ach Gott, der Blasebalg braucht auch ein kurzes Eisenrohr. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein weiteres kurzes Eisenrohr. Dann brauchen wir noch Leder, 20 Stück. Ui. Und, na gut, Holz, das ist kein wirkliches Problem. Leder kriegen wir wahrscheinlich aus Leder, achso ne, aus Tierhaut. Okay, aber dafür haben wir ja auch theoretisch, wenn wir wieder ein Tier gefangen haben, diese Schnitzermesser, die Knochenmesser. Ah, ja. Ich teste mal hier das Graben aus. Und... Was haben wir damit jetzt so direkt bekommen? Bruchsand. Vielleicht manchmal. Ist ein wichtiger Rohstoff, der in der Schmiede geschmolzen werden kann, um Glas herzustellen. Dient auch zur Fertigung von Gegenständen. Ah, hier habe ich offenbar Lehm, glaube ich. Ne, das ist Dirt-Fragment. Aha. Ah,
klingt nicht sonderlich spannend, aber könnte was mit Farmen zu tun haben. Das steht hier. Ich hoffe, der Zaun hält jetzt länger. Der ist jetzt nämlich fertig. Tja, hätten wir mal auf Sand gebaut und nicht, wie ich es vorgeschlagen habe hier, dann könnten wir nehmen... Vielleicht sollten wir nochmal umziehen. Ich meine, es ist zwar schön, hier den See im Rücken zu haben, also das Meer im Rücken zu haben, aber wir können hier keinen Graben oder so bauen. Jedenfalls momentan nicht. Allerdings. Aber wir haben ja echt eine gute Stelle, deswegen. Also, auf lange Sicht ist es wahrscheinlich ganz gut, diese Stelle dort zu haben. Moment mal. Jetzt bin ich nass. Toll. Na toll. Erstmal ein paar Steine sammeln. Auch nicht so viel. Tiere müssen wir auf jeden Fall auch noch jagen. Ich habe noch 25 Pfeile, wie es aussieht, oder? Achso, nee, keine Pfeile. 25 Haltbarkeit haben wir hier noch mit dem Bogen. Oh, langsam wird es wieder dunkel. Das ist aber nicht schön. So, kleine Steine. Müssen wir nicht wirklich mitnehmen. Dazu können wir auch die Dingsnässe fällen. Oh, was ist jetzt los? Wieso? Es ist weiß geworden kurz. Was ist weiß geworden? Warum wurde es weiß? Na, alles. Okay. Aber jetzt geht's wieder. Vielleicht warst du kurz blind. Nee, so weiß nicht. Nur ein bisschen weiß. Ah. Kleiner Stein. Ich hätte gerne noch ein paar Vogelnester, damit wir uns mehr Pfeile herstellen können. Schon lange kein Zombie hier mehr gesehen. Ja, und das gefällt mir persönlich eigentlich ganz gut. Außerdem lange. Die Folge geht jetzt ca. 8 Minuten. Ja. Da hätte ich sonst schon 10.000 gesehen. Aua! Ich bin über einen Kaktus gelaufen. Macht man ja auch nicht. Okay, ich jag mal den Zombie. Endlich einen gefunden? Ja, und da ist es kurz wieder weiß geworden. Vielleicht wirst du ja langsam blind. Oh, nein, ich verhungere. Ah, du siehst das Licht. Nee, doch nicht. Das war offenbar nicht das. Ah, merkwürdig. Bleib du unten. Bleib unten. Mit der Keule auf den Kopf raus. Bleibst du unten. Oh, cool. Geld. Und ein Bauplan für den Verbandskasten. Das klingt doch nicht schlecht. Da ist ein Vogel. Lesen. Also muss ja irgendwo ein Nest sein. In der Theorie. Vielleicht kannst du auch den Vogel abschießen. Ich hab leider keine Pfeile mehr. Oh, hier liegt Müll rum. Einmal Klebeband und fünfmal Öl. Wohlbefinden, Nahrung. Zombie Kills 12 Spieler Kills 1. Cool. Dir ist übel und du hast blutigen Durchfall. Benutze Antibiotika, um die Krankheit zu heilen. Oder stirb. Ich glaube, das ist das, was gerade passiert. ja. Oh, ich habe einen Maiskolben. Sehr gut. Ich gehe mal schnell zurück und bring mein Zeug in die Kisten. Jupp, mach das. Bevor ich wegsterbe. Und da ist es nochmal kurz weiß geworden. Ich weiß nicht, ob ich schaffe. Oh, meine Fertigkeit für Athletik ist jetzt auf Level 17. Mann, bin ich gut. Wird dir leider nur nicht mehr viel bringen, wenn du gleich weg bist. Na, die Stats behält man ja. Ja, ich weiß. Gleich bin ich zu Hause.
gleich. Ich schaff's noch. Glaube ich. Vielleicht. Ich kann hier nicht sprinten, weil es gleich bergauf geht. Jetzt geht's wieder. Oh. Ah, nee, das Vogelnest ist leer. Immer noch. Das ist das gleiche, was ich vorhin kontrolliert habe. Ja, Respawns waren, glaube ich, eingestellt auf 3 Tage oder so, bevor Dinge neu kommen. Bin aber nicht ganz sicher. Das toll, war aber ich hab's gut geschafft. Bis zu... Ah, du bist da, ja? Ja, ja, okay. Ich habe gerade die Kiste aufgemacht und sofort. Gut. Ja. Oh, vielen Dank für also, ich weiß nicht, ob es die Krankheit war oder ob mich ein Mimik getötet hat. Erscheine auf dem Bett. So, Moment, du klaust mir Dinge? Oder was hast du eben gesagt? Hab's liegen gelassen. Oh, Dieb! Dieb! Gut, das wäre. Moment. Da ein bisschen A drücken. Erstmal die, die Steuerung wieder in den Griff kriegen. So. Fackel dorthin. Aber das Wohlbefinden erholt sich auch nicht. Das ist schade. Das nehmen wir alles. Hier die Sicherheitskeule. Ich kann jetzt dafür alles nehmen. Ne, scheint nicht so zu sein. So scheint es nicht zu gehen. Oh, das Wasser war eklig. Tja, so ist das. Und Mais hinterher. Kaputt machen? Oh, der Rucksack Mais war gut. Aber ich habe immer noch Durchfall. Toll. Tja. Immer schnell zur Apotheke. Ja, klar. Nein, so nicht. Hoppala. Nein, so nicht. Also eine Taste, um was rüber zu legen, einfach haben wir offenbar nicht. Gut, dann packen wir das so rüber. Für den Fall, dass ich sterbe, werden es. Wenn ich das ganze Zeug hier habe. Old Cash. Weiß nicht, ob das noch irgendwas bringt. This used to be legal tender. Now it's mostly valued for being made of pepper. Paper. Pepper. Pepper. Ja. Geld ist aus, wird aus Pfeffer gemacht. Wusstest du das nicht? Nee, leider nicht. Oh, ja, jetzt weiß das. Aha, kann ja ein paar Holzstacheln herstellen. Hoffe ich. Aha. Aber ich habe leider nicht genug Holz. Man kann Eisenbruchstücke noch zerlegen. Probieren wir mal, was kommt dabei raus? Jetzt ist es weg. Glaube, ich habe gerade all mein Eisen kaputt gemacht. Das wollte ich nicht. Na toll. Ich gehe mal ein bisschen Holz, ja, Bäume fällen. Holz anschaffen. Holzbäume. Ich gehe ein paar Holzbäume fällen. Hast ein paar Eisenbäume. Wie bitte? Oh, oh. Ja, okay. Ich habe jetzt Eisen. Oh, sehr schön. Und kann ich daraus vielleicht Eisenrohre herstellen? Dafür brauche ich wahrscheinlich wieder Dinge. Also mit den Eisenbruchstücken, wenn man die zerlegt, dann bekommt man reines Eisen. Verstärkte Metallverkleidung können wir bauen. Das klingt doch mal sehr gut. Stacheldraht. Radkappen. Ja, die brauchen wir. Wir pimpen uns hier ein Auto auf und eröffnen eine Autowerkstatt. Eine Alteisenklappe. Aber nichts, was jetzt wirklich so sinnvoll gerade erscheint. Wir könnten uns theoretisch wahrscheinlich eine Eisenmauer bauen. Das klingt was super. Besser sein könnte als, was besser sein könnte als der Zaun. Ich glaube auch. Soll ich machen?
Ich glaube, 4 Hits hat er gebraucht oder 3, dann war er durch. Okay, dann fertigen wir mal erstmal alles. Also das wird eine ganze Weile dauern, bis wir da wirklich alles vollständig haben, aber... Das ist ja jetzt nichts. Aber ich habe jetzt jede Menge Holz und kann und ja, sozusagen ein paar Stacheln vom Zaun legen, wo die dann auch Schaden bekommen und sich eventuell aufspießen. Ah. Okay, wir brauchen Eisen, um das weiter aufzuwerten. Okay, dann... Ich weiß jetzt nicht, wenn wir Steine kaputt deppern, ob die respawnen. Probieren geht über Studieren. Gut, dann probiere ich. Sehr gut. Oh, Moment, was haben wir denn hier? Ach, Blei. Angelblei können wir zerlegen. Gegenstände aus Blei können in deinem Rucksack zerlegt werden, um Bleistücke zu erhalten. Sie können auch in der Schmiede eingeschmolzen werden, um den Rohstoff selbst zu erhalten. Schön. Ich habe Federn, aber kann. Aber ich habe keine Pfeile. Das ist nicht richtig. Dann bauen wir uns ein paar Pfeile. So. Also. Voilà. Gegenstand muss repariert werden. Dann machen wir das mal. So. Also eventuell werden wir immer sehr viel laufen müssen, um neue Steine dann zu finden, wenn wir Metall brauchen. Ich weiß auch nicht, ich meine, theoretisch könnte man wahrscheinlich ein Bergwerk bauen. Ich meine, das Ganze ist ein Voxelspiel, darf man nicht vergessen. Genau. Wir können hier rumgraben, wie wir wollen, wenn wir die richtigen Materialien haben. Mir fällt gerade auf, wenn wir zu Trader Joe's gehen, vielleicht hat der eine Schmiede. Das könnte uns voranbringen. Ja, das war doch in dem ein Haus gewesen. Nee, da war eine kaputte Schmiede. Ah, okay. Okay. So, ich habe jetzt 6 Holzstacheln. Dafür habe ich 120 Holz benötigt. Man braucht schon eine ganze Menge, ne? Ja, oh, leider. Meine Fertigkeit Bauwerkzeuge ist jetzt auf Level 10. Cool. Das eine Feld hier vor brauchst du noch, ne? Vom Zaun? Was? Wie? Wo? Moment. Ich bin mal auf dem Weg zu dir, um zu gucken, was du meinst. Naja, du hast ja jetzt hier diese Art Stahlträger vorgebaut und vor dem Zaun. Und dann lasse ich jetzt eine Reihe frei, damit du die eben auch überall hin machen kannst und davor mache ich jetzt... Achso, ja, das... Und? Yeah. Passt es zur Deko? Denke schon. Ah, das Aufwerten kostet wieder 40 Eisen. Also, wir haben da schon einiges zu tun. Kann man das Auto hier kaputt machen? Gute Frage. Probier's. Oh ja, da bekommen wir direkt Eisen raus. Oh, und Benzin. Ach ja? Ja, cool. Wir sollten viel mehr Dinge kaputt machen. Ich mein's nicht so, wie es klang. Ich brauche noch mehr Holz für eine Tür. Oder kannst du eine Eisentür machen? Moment. Gefängnistür. Achso, nee, Moment, das braucht das Rezept. Eine gesicherte Tür braucht Holz. Hartmetalltür braucht geschmiedetes Eisen. Nee. Ja, schade. Also, die gesicherte Tür kannst du bauen dann, aber... Wie gesagt, au! Jetzt habe ich aus Versehen mit bloßer Hand draufgeschlagen. Aufs Auto. Und alle Finger gebrochen. Natürlich. So, das wird auch repariert. Ja, Bauwerkzeuge auf Level 4. Glückwunsch. Ich weiß gar nicht, was es bringt. Weißt du, was es bringt?
Vielleicht schlägst du denn schneller zu oder kriegst mehr raus, ich weiß es nicht. Hier haben wir noch einen Reifen. Jetzt ist der Reifen kaputt. Baum fällt. Achso, ich wollte hier, bin hier gerade rüber gekommen, um zu gucken, was das für ein Krach eben war. Oh, jetzt habe ich einen ganz, ganz großen. Der 1200. So langsam wird es eine Festung. Ganz, ganz langsam. Ganz, ganz, ganz langsam. Wird aber auch Zeit. Ah, hier haben wir noch Steine. Sehr schön. Wie gesagt, wir müssen auch auf Tierjagd auf jeden Fall gehen. Ah, ja. Damit wir genug Leder bekommen. Also damit wir überhaupt mal Leder bekommen. Ja. Okay, also ja, der Baum so hat tatsächlich so lange durchgehalten, bis meine Axt kaputt gegangen ist. Okay, Moment, ich muss nochmal nachgucken wegen der Spitzhacke. Pickaxe. So, okay. Eisenspitzhacke braucht. Ja, geschmiedetes Eisen haben wir natürlich nicht. Geschmiedetes Eisen braucht Eisen und Lehm und kann in der Schmiede geschmiedet werden. Ja, aber die Schmiede haben wir eben nicht. Doofes Spiel. Merkt ihr doch sowas mal. So, wir brauchen eine Tür. Na, du kannst eine gesicherte Tür. Bauen. Brauchen nur 4. Ich hab 180. Gut, reicht gerade so. Achso, die gesicherte Tür ist nur die hölzerne. Okay. Ja, leider. Was eventuell ganz sinnvoll wäre, was allerdings uns auch das Reinkommen immer erschweren würde, wäre wie in der Bank so ein kleines Labyrinth quasi zu machen vor dem Eingang aus diesen Stacheln. Dass man zwar durch kann, wenn man kontrolliert geht, aber wenn man strikt nach vorne geht, eben die ganze Zeit durch die Stacheln muss. Ah, wäre eine Möglichkeit. Ist das Spiel eigentlich noch im Early Access? Ja. Gut. Hat man das auch geklärt. Yay, Bauwerkzeuge auf Level 11. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Und Durchfall und dazu. Ja, das ist ungünstig. 35 Eisenbruchstücke werden zu 131 Eisen. Oh, hier haben wir ein Nest, aber das ist leer. Leere Vogelnest. Das war nicht die Aufforderung, sondern es bedeutet, es ist leer. Gut. Musste ich kurz überprüfen. Okay, hier haben wir 1, 2, 3, 4. Au! Au! Bist du gegengelaufen? Deine Stacheln haben mich verletzt. Ja, lach. Wirklich. Alteisenrahmen brauchen wir. Hoppala, nein. Das war schon richtig. Und ja, 8 ist noch in Ordnung. Mich aber auch wieder rein, ne? Natürlich. Gut. Oh Gott, das Blut. Kann man die Dinge eigentlich aufwerten?
Und da erstmal mal reparieren. Oh ja, tatsächlich, die Dinger kann man mit Eisen auch nochmal aufwerten. Laufen, 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 laufen. Den ganzen Weg hier. Oh oh. Oder? Moment. Nee. Was denn? Okay. Ich habe gerade ein paar Sträucher für eine Zombie-Horde gehalten. Ah. Dahinter ist eine. Die tarnen sich nur als Sträucher. Ich bekomme hier jetzt natürlich die ganze Zeit Steine, die ich überhaupt nicht brauche. Obwohl, die ich überhaupt nicht brauche, sollte ich vielleicht auch nicht so voreilig sagen. Ich gucke am besten mal, was man damit machen kann. Sobald wir in der nächsten Folge sind. Wir müssen nämlich schon die Folge beenden. Oh nein. Doch, müssen wir. Gut, dann hoffe ich, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios. Ciao.